Diesmal endlich habe ich herausgefunden, 17 Uhr geht. Und jetzt traue ich meinen Eltern dem Generieren in einem großen Würfel. 16384. Es hat schon neu gestartet. Auch keine Ahnung, wie es dauert, ob es durchhält. Das ist ein ziemliches Problem. Alles ausgeschaltet, weil ich nicht brauche. Also Discord. So. Dann habe ich das Ganze auch im Wort Country genannt, weil es so groß ist. Das ist das dritte oder vierte Spiel, das ich mache. Mit dem lokalen Rechner. Das erste Mal, dass ich das hier. Das zweite Mal, dass ich das mache. Das Mal ist der Rechner einfach direkt abgestürzt. Mal schauen, was er jetzt macht. Generating towns für das Museum. Bin ich ja mal gespannt. FPS ist auf jeden Fall 600. Gar nicht verkehrt. Thank you.
Ja, wie lange mag das dauern? Wir sind immer noch bei den Towns. Die Welt hat mir mein ganzes Leben gestohlen. Vielleicht habe ich diese Fähigkeit, um mir etwas davon zurückzuholen.
lesen. Ja, so. Schauen wir jetzt hin. Passiert hier was? Es geht doch weiter, ja wunderbar. Ja, schon geil. Auch drücken. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja noch etwas Zeit. Ich bin jetzt etwas über 50.
Flüssig. Sind Generating Lots. Generating. 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 Generating lots. Lots of things that will be in the game once it's done. Jetzt auch mal überlegt zu singen. Bald. Mit Twitch Sings habe ich mir mal heruntergeladen, installiert. Generating Country Roads. Take me to the places that I want to see. Zuschauer, nicht weggehen, bitte da. Ich tue nicht nichts. Aber, um ehrlich zu sein, es gibt hier gerade nichts zu sehen. Aber ich will auch nicht sagen, bitte gehen Sie weiter. Weil es geht auf jeden Fall weiter. Und nachdem ich bei Generating ist schon etwas. Hier, das hier dann, das Exporting Generated Data, Writing Terrain to Heightmap, 9%, 10%, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22. 23, 25, ein Viertel schon. Schon ein Viertel von dem Terrain zur Heightmap geritten. Jetzt schon ein Drittel. Drittel, 34%. 39, 37, 39, 40, 41, 43, 45. 46, 48, bam, 50, die Hälfte. Jetzt guckt wieder kein Schwimmer. Ja, und so verbringe ich dann meine Tage, Nächte. Später werden sich das Leute anschauen.
überlegen, wie hat denn das alles angefangen mit dem Twitch? Eigentlich begann ja alles mit Tim Taylor und was hat er dann gemacht, als er keiner zugeschaut? Warum sah ihm damals niemand zu? Das hätte man auch irgendwie ahnen können, dass da irgendwie das da Potenzial ist. Okay, er war jetzt nicht so laut wie die anderen. Nicht so schnell, nicht so gut, nicht so wie die anderen. Das mit der Technik, das klappte nicht so richtig. Der Rechner war scheiße, das Kippmikrofon kippte auch ständig um. Muss man ihm zugute halten. Er blieb immer dabei, auch wenn das Programm dann manchmal stehen zu bleiben schien. Zum Beispiel bei 97% der Trend to Heightmap-Situation. Dann nur noch in ein Prozent Schritten vorwärts gehen, hat ihn nicht gestört. Da bewies er Geduld. Und Geduld ist so eine Sache, die man haben muss. Auf dem Weg nach oben. Geduld. Manchmal auch einfach nur zur richtigen Zeit das richtige Posten. Exporting generated data. Give me 50. So the roadmap.
will be written to split me. Nicht sprechen. Also das scheint ihn jetzt gut zu beanspruchen. Das ziehen wir durch. Exporting generated data. Writing beyond the tab to file. Zero percent, 2%, 3%. Habt ihr auch so ein Problem mit dem TH? So ist es ja einfach. Wo ist das? Ja, einfach. Aber das dann in einem richtigen Wert. Ist gar nicht so einfach. Nicht so. Nicht. Ja, was haltet ihr denn davon, dass Mighty von MyLab YouTube, ich meine, das ist ja schon mal Funk, das ist ja schon mal Fernsehen. Aber wo habe ich die denn gesehen? Bei Markus Lanz, diesem unerträglichen Arroganz-Typen, der seine Zuschauer, Talkshow-Gäste, ist das eine Talkshow? Talk-Gäste seltenst ausreden lässt. Es gibt eine Definition für Moderator, nämlich etwas zu moderieren. Aber möchte ich gar nicht sagen. Während wir hier warten, 50%.
sind, bastel ich hier noch ein bisschen. Letztens die Kunst des Origami, des Veränderns, des Veränderns von Papiervierecken in dreidimensionale Figuren für mich entdeckt. Es ist genau das Richtige für Leute, die am Computer sitzen und warten, dass der Computer macht, was sie wollen. Was soll ich meckern? Wie gesagt, ich bin der geduldigste Mensch der Welt. Wenn es das Wort nicht gäbe, hätte ich das nicht gefunden. Oder jemand im Zusammenhang mit dem, was ich tue. Nämlich